Todeskampf! Kazuya als Teufel versus Shin Akuma. Wer würde gewinnen? Ein Vorgeschmack, wie der Fight aussehen könnte, haben wir schon in Tekken 7 bekommen. Fakt ist, uns allen hat Akuma den Arsch aufgerissen. Also wenn es erstmal um die reine Kampfkraft inklusive Techniken geht, hat Akuma ganz klar die Nase vorn. Der Typ ist schon immer dafür bekannt, die Verkörperung von brutaler Offensive zu sein. In seiner Basisform hat er schon seit Street Fighter 2 Berge gesprengt bzw. ganze Inseln versenkt. Vergleichbares hat Kazuya bisher noch nicht veranstaltet, zumal ja Tekken auch realistischer angehaucht ist als Street Fighter, das noch mehr Anime-Anteile hat. Kazuya auf der anderen Seite ist wahnsinnig zäh. Mishimas überleben die wildesten Dinge, riesige Explosionen oder Stürze aus riesigen Höhen. Zudem hat er auch durch die Teufelsfähigkeiten eine sehr starke Offensive, wobei er Einstecken im Leben und im Kämpfen meist wichtiger ist als das Austeilen. Ein großes Problem ist schon mal Kazuyas Fähigkeit zu fliegen und Akuma mit Lasern zu bombardieren. Dadurch muss Akuma überhaupt erstmal an ihn rankommen. Die Frage ist, wie lange kann Kazuya lasern, ohne zu viel Kraft zu verlieren? Akuma könnte allerdings versuchen, ihn mit Feuerbällen aus der Luft zu schießen. Dafür ist Kazuya aber zu schnell. Er könnte es probieren, Akuma im Adlerstil zu überrumpeln. Das könnte allerdings Akuma mit dem Teleport unterbinden und dann kontern. Jedoch gibt es auch noch den Demon Armageddon Hurricane Kick, wodurch Akuma auch halb fliegen kann. Den müsste er aber sehr gut timen, damit Kazuya ihn nicht schnappt und aus riesiger Höhe mit Hell's Gate im Boden einrastet. Wahrscheinlich würde Kazuya in seiner Arroganz aber gar nicht nur mal sicher gehen und Akuma pushen. Stichwort Kampfintelligenz. Jedenfalls müsste Akuma nur ein paar wenige Gelegenheiten finden, Kazuya in die Finger zu bekommen. Was den Kampf dann ziemlich schnell beenden würde, wäre der Shungu Usatsu alias Raging Demon. Den kann man nur mit einer ganz besonderen Technik überleben. Also mein Fazit, wenn Akuma die Distanz zu Kazuya überbrücken kann, kann Kazuya nicht lange mithalten. Kazuya müsste die Fernkampfkarte sehr gut ausspielen für einen Sieg und den Kampf in die Länge ziehen. Nur wenn er viele einzelne Nadelstiche setzt und sich darauf fokussiert, generell mehr auszuhalten bzw. ausbalancierter zu sein, hätte er eine Chance. Es kommt zwar immer drauf an, aber in 7 von 10 Fällen gewinnt Shin Akuma nach einem harten Fight. Wenn wir seine Uniform noch mit einbinden, brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Da kann er nämlich fliegen und Planeten mit einem Schlag in zwei Hälften teilen. Schreibt mir in die Kommentare, welche zwei Kämpfer als nächstes gegeneinander antreten sollen.